7,3%, das ist die aktuelle Inflationsrate in Deutschland. Und in großen Teilen der Europäischen Union sieht das nicht wesentlich anders aus. In mehreren Ländern dreht sich die Preisspirale sogar noch deutlich schneller. Die Europäische Zentralbank steht entsprechend unter Druck, mit ihren Mitteln gegenzusteuern. Die Rufe nach einer Zinswende werden da immer lauter. Dennoch hat der EZB-Rat heute beschlossen, damit weiter zu warten. Das Gremium ließ den Leitzins bei 0%. Und nachgefragt dazu jetzt bei unserem Experten für alle Themen rund um die Europäische Zentralbank, bei Klaus-Rainer Jackisch. Wir haben es gehört, die EZB, die belässt ja also den Leitzins bei 0%. Das milliardenschwere Anleihekaufprogramm, das soll aber im dritten Quartal auslaufen. Das ist nun nicht unerwartet, aber was bedeutet das alles? Nun, das bedeutet, dass die Europäische Zentralbank trotz dieser Rekordinflation, die im gesamten Euroraum 7,5% und wie Sie gesagt haben, hierzulande 7,3% beträgt, die EZB insgesamt weiter nicht bereit ist, hier massiv gegenzusteuern. Sie schiebt sozusagen die Zinswende weiterhin hinaus. Sie hat zwar heute deutlich gemacht, dass durch die Beendigung des Anleihekaufprogramms, die sie nun im dritten Quartal anstrebt, die Voraussetzungen dafür schafft, dass es zu einer Zinswende kommt. Denn die EZB hat immer deutlich gemacht, dass es erst notwendig ist, das Anleihekaufprogramm zu beenden, bevor die Zinsen erhöht werden können. Aber damit werden insgesamt schon die Hoffnungen doch hier enttäuscht, dass die Zinswende bereits im Sommer kommen kann. Denn wenn diese Anleihekäufe erst im dritten Quartal auslaufen, sieht es jetzt eher so aus, als ob, wenn es überhaupt zu einer Zinswende kommt, sie dann doch eher auf den Herbst oder auf den Frühherbst verschoben wird. Das ist insgesamt eine Enttäuschung, weil die Inflation so hartnäckig und so massiv ist. Und dementsprechend muss man davon ausgehen, und das hat die EZB heute auch deutlich gemacht, dass die Teuerungsrate weiterhin sehr, sehr hoch bleibt in den nächsten Monaten und sich gegebenenfalls sogar noch verstärkt. Sie haben ja nun heute die Pressekonferenz verfolgt. Wie begründet die EZB denn, dass sie so zurückhaltend ist und nicht beherzter vorgeht, um die Rekordinflation zu bekämpfen? Also sie begründet das vor allen Dingen mit Konjunktursorgen, die sich aus dem Ukraine-Krieg herleiten. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat heute deutlich gemacht, dass die Unsicherheit durch diesen Krieg noch einmal deutlich gestiegen ist. Man wisse nicht genau, was auf die Konjunktur zukomme. Und diese Unsicherheit sei eben der Hauptgrund, weshalb man sich alle Optionen offen lassen müsse. Man sei zwar eben auf einem gewissen Weg der Normalisierung, aber der EZB-Rat sei im Moment eben nicht bereit, hier die Zügel stärker anzuziehen, weil die Unsicherheit zu groß ist. Das ist eine Position, die man schon zu Corona-Zeiten gehört hat, die man jetzt zum Ukraine-Krieg hört und die natürlich dann auch sehr einfach ist, um tatsächlich eine Zinswende erst einmal zu vermeiden. Aber ist man denn gar nicht besorgt, dass die Inflation vielleicht sich verfestigt oder sogar aus dem Ruder läuft? Man hat nicht den Eindruck, wenn man die EZB-Präsidentin heute hörte, sie wurde auch mehrfach darauf angesprochen, insbesondere auf das Phänomen der sogenannten Lohnpreisspirale. Die entsteht ja immer dann, wenn es eine hohe Inflation gibt, dann gelingt es meistens den Gewerkschaften, deutlich höhere Löhne durchzudrücken. Das ist ja auch gut, um einen Teil dieser Preissteigerungen abzufedern. Aber die haben dann in der Regel eben die Folge, dass natürlich auch die Unternehmen höhere Kosten haben und diese wieder weitergeben. Das heißt, die Verbraucherpreise steigen dann wieder, dann steigen wieder die Löhne. Und wenn sich so eine Spirale erst einmal eben eingestellt hat und verfestigt hat, dann ist, das weiß man aus der Vergangenheit, sie sehr, sehr schwer wieder zu durchbrechen. Aber die EZB hat heute gesagt, sie sehe diese Entwicklung nicht, obwohl die Präsidentin auf Nachfrage zugeben musste, dass es durchaus Tendenzen in einzelnen Staaten in diese Richtung gibt. Diese Entscheidung, wir haben es ja gesagt, kam nun nicht unerwartet, aber sie ist durchaus umstritten. Welche Reaktionen gibt es denn darauf schon? Also hier in Deutschland gibt es sehr, sehr heftige Reaktionen aus allen Lagern, aus der Politik, aus der Wirtschaft, von den Unternehmen, von den Banken und Sparkassen, die ja seit Monaten trommeln und fordern, dass es zu einer Zinswende kommt. Aber es wird der EZB eben zunehmend auch vorgehalten, dass sie letztendlich ihr eigentliches Mandat, nämlich eine Preissteigerungsrate von 2% zu erzielen, nicht ernst nimmt und dass sie damit letztendlich ihre Glaubwürdigkeit verspielt, insbesondere natürlich in Deutschland, wo die Bevölkerung immer sehr sensibel ist, wenn es um Inflationstendenzen geht. Tatsächlich liegt ja die Inflationsrate nun fast viermal so hoch wie der angestrebte Wert von 2%. Und dass man da trotz dieser Situation weiterhin nicht bereit ist, wenigstens ein bisschen an der Zinsschraube zu drehen, das wirkt eben tatsächlich sehr enttäuschend und ruft diese doch sehr heftigen Reaktionen und heftige Kritik im Moment hervor. Und ganz praktisch gefragt, was heißt das jetzt für uns Verbraucherinnen und Verbraucher?
Also wir müssen uns darauf einstellen, dass die Versprechung der EZB der letzten Monate, dass das alles nur ein vorübergehendes Phänomen ist, also im Grunde von Anfang an Makulatur waren. Die Inflationsrate wird weiterhin sehr hoch bleiben und sich weiter möglicherweise verstärken. Das hat die Präsidentin heute noch einmal deutlich gemacht. Und gleichzeitig bedeutet es, dass zumindest kurzfristig die EZB ist nicht bereit ist, hier gegenzusteuern. Das ist eine Situation, die es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben hat. Und auch eine Situation, die eigentlich beispiellos ist beim Verhalten von Zentralbanken. Dankeschön für diese Einschätzungen. Klaus-Rainer Jackisch. Erst vor kurzem war Tesla-Chef Elon Musk bei Twitter eingestiegen und hatte gut 9% der Aktien gekauft. Nun will der reichste Mann der Welt den Kurznachrichtendienst komplett kaufen und anschließend von der Börse nehmen. Nur so, sagt er, könne Twitter das Potenzial als Plattform für Redefreiheit ausschöpfen. Denn in seiner aktuellen Form könne sich der Dienst weder fortentwickeln noch seiner gesellschaftlichen Rolle gerecht werden. Ja, fragen wir nach an der Börse in Frankfurt. Anja Kohl, wie kommt denn dieser Plan von Elon Musk bei den Anlegern an? Ja, zunächst sehr euphorisch, aber diese Euphorie ist schnell verklungen. Herr Musk ist ja der reichste Mensch der Welt mit einem Privatvermögen von 280 Milliarden Dollar. Und er bietet jetzt für den Kurznachrichtendienst Twitter 41 Milliarden Dollar. Er kann das relativ leicht aus der Portokasse bezahlen, aber er muss viele Anteilseigner überzeugen, dass das der richtige Preis ist. Und der ein oder andere, das sind große Vermögensverwalter darunter und auch Banken, die an Twitter beteiligt sind, die werden sich vielleicht sagen, so ein Musk, der hätte doch ein bisschen mehr bieten können. Und hinzu kommt, dass der Fall Twitter jetzt zu einem Riesenpolitikum wird. Denn es geht darum, wie viel Macht soll eigentlich in den Händen von einer einzigen Person sein, wenn es um Medienkonzerne oder solche sozialen Netzwerke geht. Diese Diskussion hat sich nach dem Sturm auf das US-Kapitol in Amerika noch mal sehr verschärft. Und Elon Musk hat ja angekündigt, dieser Konzern Twitter muss quasi privatisiert werden, muss in seine Hände. Er will ihn transformieren und er will ihn auch von der Börse nehmen. Das heißt, Twitter wäre komplett in Musks Hand. Er hat wiederholt zum einen natürlich Twitter als Portal genutzt. Er twittert da ja Unternehmenspläne etc. Die haben ihn auch schon in juristische Schwierigkeiten gebracht. Er ist jemand, ihm folgen 80 Millionen Follower auf Twitter. Das heißt, einer der Menschen, die mit am meisten hier begleitet werden auf diesem Kurznachrichtendienst. Und die Frage ist einfach, soll so jemand so viel Marktmacht erhalten, wenn er so einen Nachrichtendienst, so eine Plattform letztendlich erhalten wird? Er hat sich explizit dazu geäußert, dass ihm auf Twitter missfällt, dass Nachrichten zum Teil gelöscht werden, wenn sie Fake News sind oder Desinformation. Er sieht da eigentlich bei Twitter nicht die Kompetenz. Es ist wirklich ein hochpolitischer Fall und ich bin gespannt, ob die Anteilseigner dieses Angebot annehmen werden. Kurzer Blick auf den DAX, der hat heute zugelegt, 0,6%. Es steht bei 14.164 Punkten. Die EZB bleibt weiter handlungsunfähig, was Zinserhöhungen angeht. Dem einen oder anderen Anleger scheint das offensichtlich zu gefallen, weil das billige Geld quasi weitergeht und Kredite günstig bleiben. Vielen Dank. Anja Kohl in Frankfurt am Main.